gestern zu Berg. Komm, Carina, wir sind trinken einen Tee, das ist fast genauso gut. Du denn? Carina, wo bist du? Ich versuche gerade, dich zu nerven, bis der mir das nicht umgeht. Er wird dir kein Bier geben. Du bist noch keine 16. Exakt. Ja, das Bier. Ich hab Bier. Ich bin hier. Du hast Bier? Ich bin hinter dir. Ja, hier, guck. Genauso gut wie Bier. Wow, ich hab einen Tee. Wer hat mir gerade Bier? Ja, bitteschön, dafür schulde ich dir ein paar Bücher hier. Komm her. Ey, ich hab gerade schon 50 Milliarden gelesen. Danke. Ey, Udo, du bist so gemein, ich will auch ein Bier. Ja, noch ein Bierchen. Oh. Wenn ihr wenigstens mal für eine halbe Stunde den Mund halten könntet, hättet ihr ein Bier gehabt. Challenge accepted. So. Rüberkommen. Ach, hier ist ein Küchen. Seid mal ehrlich, ich sehe jetzt geil aus, ja. Ich bin direkt krass, dass ich mich selbst so smash, wie ich bin. So, Mama. Können wir was essen? Wie lange spielen wir eigentlich? Ich weiß nicht. Ja, um 11 Uhr bin ich raus. Dann muss ich nämlich Nico abholen. Was abholen musst du ihn? Nein, ich habe mich freiwillig gemeldet, um von der Bushaltestelle abzuholen. Das ist ein 5-Minuten Weg. Er nimmt einen Weg von 1,5 Stunden Busfahrt auf sich. Und sitzt und seit 45 Minuten an der Bushaltestelle, weil nämlich der eine Bus nicht gekommen ist. Dann bringe ich dich freiwillig wieder zurück zum Bus. Was? Du, Carina? Du bringst ja nicht zurück zum Bus. Ah, da kommt Alea. Ein Zügler. Alea, ja. Mach das doch einfach so. Du nimmst Carina mit zum Bus, holst deinen Freund ab und setzt deine Schwester in den Bus. Alles super. Dann ist sie weg. Alles super. Weißt du, was das Problem ist? Na? Leute, ich habe hier eine kleine Horde. Die 72 fährt zwar weiter, aber ja, dann endet die trotzdem da hinten und das ist trotzdem nur noch ein 15 Minuten Marsch zurück. Na, oh, schade. Nur halt andersrum. Wie funktioniert das leider nicht? Hier ist eine Dicke. Hätte euch so eine. Ey, was glitzt du hier rum? Das haben wir immer noch nicht gekriegt. Wow! Und schießt kurz vor mir. Ja, das meine ich damit. Sie ist tot, Julian. Na, toter als tot geht nicht. Ja, klatsch kaputt, ne? Mhm. Kommt da noch mehr? Nee, tot, töter, klatsch kaputt. Mehr kann man nicht. Mhm. Ich meine, kommen noch mehr Zombies hier. Nee, 3 hatte ich schon getötet. Ach so. Aber die Person, die Alea spielt, sieht so aus wie Alea. Was? Was? Hallo und willkommen zurück, Nico. Ja, jetzt heißt es Zombie Base reparieren fürs nächste Runde in 7 Tagen. Also alle 7 Tage ist so eine
Zombie nach. Dazwischen musst du halt gucken, dass du deine Ausrüstung verbesserst. Weil jede Zombie-Nacht wird schwieriger als die davor. Julian, gönn mir mal Holz. Was soll das werden? Ich baue das hier. Nein, soll ich nicht das machen? Bin nicht ich. Also, das bin ich. Du sollst Carina Holz gönnen. Ohne Witz, Julian, ich will dir kein Holz geben. Warum nicht? Ich brauche Holz. Juliane? Und, hast Hühner auch schon genannt? Ja, aber nur weil ich sauer war. Nicht, wenn ich was von ihm wollte. Ach so ist die Geschichte. Nee. Ja, wenn ich nicht sauer bin, dann gebe ich auch keine Spitze. Redet der eigentlich nicht mehr? Ich weiß nicht, warum er nicht mehr redet. Warum schreibt er in den Chat? Du brauchst du Holz. Ich brauch kein Holz, ich hab kein Holz. Nächstes Mal aber bitte die Bäume etwas weiter wegpflanzen. Ich hab sie nicht hingepflanzt. Ich sag das ja demjenigen, der sie gepflanzt hat. Oh, danke. Wenn da jemand noch Dings hat, wie heißt es jetzt? Ah, ein Zell. Pflaster. Wenn jemand noch Pflaster hat, ich brauchte hier Pflaster.
Nein, dort kann ich fahren. Dienen. Spielen wir eigentlich schon lange? Wieso? Was ist denn los? Und ihr habt keine Lust mehr. Okay. Ach, die will mit dir spielen? Echt? Nico? Nein, das stimmt nicht. So. So eine bist du also. Stimmt nicht. Aber leider stimmt wirklich nicht, ja, das klarzustellen. Ja, ja. Was hast du da versucht? Nix. War das nur eine schlecht, als die Zombies einmal hochgerannt sind? Ja, war eigentlich schlecht, ne? Ja, man kann einen leider ranmachen. Ich brauche noch Pflaster. Ich habe noch 84, komme mit sofort. Oh, es kann sprechen. Ja, ich wollte mein Bier haben, aber ich dachte, du hast kein Bier mehr, deswegen habe ich. Julian, sollen wir jetzt ganz sprechen, Haus laufen, das Bier? Es war bei mir einfach nur verdammt laut gerade. Ich habe nämlich gerade meine Lüfter wieder konfiguriert. Mal, ich bin gerade irgendwie in unser Graben gefahren, ich komme sofort von ihm. Alles klar, kein Ding. Ich mag den Graben nicht, das ist unsympathisch. Na ja, super, jetzt habe ich keine Aussage mehr. Sag mal, hüpf doch mal noch hoch. Julian, wie alt bist du noch mal? Nico sagt. 15. Wirklich? Okay. Wo steht denn mein Ronny lang? Bist du das da? Bist ich stehe gerade mitten in den Spikes. Was hat er denn hinbekommen? Ein Weg hingebaut. Also wie komme ich denn jetzt hier rein? Ist doch alles zu. Achte, ich komm zurück. Oh ne, ich habe einen Weg gefunden. Leute, ich will trotzdem ein Bierchen, ja? Ich auch. Ich habe jetzt 5 Minuten meinen Mund gehalten. Julian, ich hab kein Bier, wo soll ich das jetzt herhaben? Ich laufe jetzt zu unserer Base und hole uns ein Bierchen. Okay, danke. So. Ja, ich kann rüberlaufen und Sekt holen, wenn du willst. Oh. Ich weiß nicht, ob das bei meinem Vater auch, ob das meinem Vater auffällt. Mhm. So. Ah, jetzt kommt man hier nirgendwo mehr raus. Es regt mich doch auf. Meine Nase ist so zu vom Schwimmen eben. Ich weiß nicht warum.
müssen wir wieder 10 Kilometer laufen, Blut zu Holz zu holen. Ich bin jetzt wieder in unserem Haus, ich hole uns jetzt ein Bierchen. Ja, bringst du Lehm mit, damit ich Pflaster machen kann? Ich habe tatsächlich Lehm, 24 okay. Stück. Nee, ich brauche richtig Mengen Lehm. Ja, ich habe eine Schaufel, ich brauche ein bisschen. Haben wir alles in den Ofen reingeschmissen? Ja. Das hat Udo alles reingeworfen, oder wer auch immer. Ich hatte fast 7000 Lehm gehabt. Ja, ich habe nur 3000 reingewerft. Gewerft, gut. Ich habe jetzt mittlerweile 60 Lehm. Nico, du bist ein Unmensch. Was für ein Produkt? Was für ein Produkt? Sag Nico, du bist ein Unmensch. Was für ein Produkt? Hä? Wo sind die Bierchen? Wo hat er die Bierchen versteckt? Du darfst noch kein Bier, du bist noch zu jung dafür. Immer noch. Ich bin ein Jahr jünger als du. Noch nicht mal, ich werde noch 15. Oh, ich bin schon 15. Ich immer noch kein Bier. Ich dürfte auch mit 15 noch kein Bier. Ab 16. Ich darf immer ein Bier, oder? Doch, ab 14 darf man Bier mit Erlaubnis der Eltern. Ja. Bei seinen Eltern. Ich darf zwischen 14, aber bei Carina bin ich mir da sicher, ob sie das darf. Oh. Ich hab den schönen Tisch mehr. Björn, hast du was gehört? Wir haben kein Bier mehr. Nehmen wir es zu Ende. Raus. Wir haben Sekt noch hier. Bring vorbei. Mann, steh doch jetzt nicht auf. Zu dir zu gehen, wie sehe ich aus? Das lohnt sich nicht. Da trink ich lieber alleine. Ich will Sekt schauen. So, wie viel Leben brauchst du denn? Und ich hab grad 250. Ja, 250 ist gut. Ja, ich komm gleich. Ich baue noch kurz hier das Zelt ab und dann. Ich bin gerade in dem Nachbarhäuschen. Bau da den ganzen Boden auf. Airdrop! Geh hin. Tolle. Guck jetzt, wie man ein Bier herstellt. Voll klar. Blauen Bier. Da sind zwei Airdrops. Kannst du beide abholen. Oder will mich los, dann habe ich das Gefühl. Nee, du holst ja immer Airdrop. Ja, machst du Airdrop kurz an, Udo? Ha? Egal. Ich habe gerade nur meine Gedanken dort ausgesprochen. So. Ich kann auch kein Bier herstellen. Das ist so schlimm, das Leben ist zu Ende. Weißt du nicht, wie man Bier herstellt? Ich kann das noch nicht herstellen. Du bist 15, du musst doch kein Bier machen können. Orni, du bist gerade durch mich durchgelaufen. Ich habe hinter dir Lehm hingeworfen. Ich gehe die Aircock holen. Alles klar, danke für den Lehm. Vielleicht ohne dieses Mal zu sterben. Oh, ich hab 11 auf ihn. Wo sind die denn? Einer ist da? Ne, das ist gelb. Aber wo sind die denn gelandet, Alter? Soll ich jetzt noch Lehm mitbringen oder nicht? Ja. Ich denke nicht, nein. Denke ich auch guck mal, nicht. Ich bin für alles zu gebrauchen. Mhm. So, ich denke, ich habe genug jetzt. Ey, wehe, der liegt jetzt da in dem Wasser. Wie beim letzten Mal. Ich gehe nicht wieder tauchen. Schön. Ein bisschen Stimmung hier reinbringen. Huhu, tauchen wir. Da ist auch nicht hoch. Da ist diesen anderen. Hey, gerade U-Boot, ich bin auf Tauchstation. So. Du kannst nicht hier atmen. Ach nee, ich weiß ja schon, was ich atmen kann. Ich bin noch nicht doof. Sieht zwar so aus, aber wenn ich nicht.
Du musst das Spiel nicht persönlich nehmen. So. Ich denke, wir haben es jetzt fast. Noch ein bisschen auf Pflaster aufrüsten. Dann let's go. Du kannst hier nicht atmen. Ich bin nicht im Wasser. Bin ich ein Fisch oder warum kann ich hier nicht atmen auf dem Berg? Ich sehe nicht ansatzweise aus wie ein Kackfisch. Doofes Spiel. Von ich mag das Spiel nicht mehr. Oh. Zuerst verkauft es mich für dumm und jetzt bin ich ein Fisch laut im Spiel. Weißt du, Ding mir am Land sagt, die können hier nicht atmen. Weißt du, was du auch noch machen kannst, Udo, wenn du die Türme machst? Ja. Fackeln dranhängen. Dann haben wir mehr Licht rundum. Wo soll ich die denn hinholen? Ja, jetzt hast du kein Material dabei, aber. Nee. Ist halt ein Gedanke für die Zukunft halt, ne? Ja. Ach, ich brauche doch noch Lehm, Carina. Aber ich glaube, ich habe es noch fertig gekriegt. Ne, hat funktioniert, danke. So. Ach, da fehlt ein Spike. Mittendrin, sagt nichts. Papa? Ja? Könnte das funktionieren, wenn er sich Discord runterlädt und dann könnte er doch theoretisch mitreden, oder? Also Nico. Ja. Hey, klar. Wer hört ja, klar. Darauf nicht, dass ich die Airdrops abhole. Carina. Ah, hi. Nö, ich setz mich jetzt hier hin. Nico, hast du gehört, du musst ja einfach nur Discord runterladen. Dann kannst du mitreden. So. Ja, Base ist fertig. Alles schön. Ja, finde ich auch. Ich gehe mal zurück zur zur normalen Base. Base ist fertig, geht zurück zur Base. Oh. Finde den Fehler. Ja, ich hole gerade noch den anderen Airdrop. Oh, da ist ja ein Riesenloch bei uns zu Hause. Sehr schön. Hoffentlich nicht zu breit. Aber die Richtung stimmt auf jeden Fall. Carina ist doof. Wieso? Ich darf immer die Airdrops abholen, dann holt ihr einfach den Airdrop ab. Er hat halt den Drop gelutscht. Nee, ich finde das nicht lustig. Willst du einen Yucca-Saft dafür? Ich will ein Bier. Oder Sekt tut's auch. Irgendwas, wo ich runterkommen kann. Sekt gibt's hier im Spiel nicht. Das ist aber ein Kackspiel. Leute, Nico mag keinen Sekt, das ist ein Unmensch, ne? Nö. Nein, ich kenne viele, die keinen Sekt mögen. Ich auch, mein Vater. Stimmt nicht. Doch, der trinkt keinen Sekt. Stimmt nicht. Der trinkt nur alkoholfreien. Stimmt nicht. Doch. Glaub mir, mein Vater weiß es besser. Doch, der trinkt nur alkoholfreien. Wir haben, glaube ich, nicht mal mehr welche mit Alkohol hier. Du hast vergessen, mein Vater kennt deinen Vater länger. Ich kenne meinen Vater seit 15 Jahren. Ja, und? Ja, okay, und mit weiter, komm. Jetzt will ich was hören. Mit dem du noch nicht mal geboren bist, checkst du? Brauchst jetzt einen Applaus dafür? Du musst jetzt noch einen Sack. Du sagst das falsch. Du musst sagen geboren.
geboren. Danke. Irgendwie habe ich keine Lust mehr mitzuspielen. Wieso? Warum? Ich werde die ganze Zeit von Carina platt gemacht. Und ich darf nichts Böses über sie sagen, nur weil ihr Freund anwesend ist. Wieso? Wer sagt das denn? Platt gemacht. Ja, die macht die Aufgaben, die ich eigentlich übernehmen soll. Wusste das noch nicht mal. Ich habe gesagt, ich gehe den Airdrop ich glaub, holen. Das war ein Versehen. Da haben wir eine Minute vorher drüber gesprochen, dass da hat Udo gesagt, dass das meine Aufgabe ist, immer die Airdrops abzuholen. Das war eine Minute vorher. Ja, du warst in einer komplett anderen Richtung. Plötzlich, du stehst neben mir. Ich dachte, keine Ahnung, dass du irgendwo anders noch einen Airdrop gibt und den gehst du holen. Nee, jetzt ist schon wieder. Oh. Kurzen Killen. Das Wasser war doch tiefer als gedacht. Naja, Juliane, passiert. Juliane, du bist du tot. Voll doch. Warum soll ich heulen, wenn du tot bist? Bonnie, merkst schon? Was sich liebt, das neckt sich. Nee, glaub ich eher nicht. Das ist einfach leise. Warum soll ich leise sein? So. Was ist das für eine Holzkonstruktion eigentlich hier unter Wasser? Keine Ahnung. Der wild aus. Es wird auf jeden Fall nicht von den Vorbewohnern hier gebaut worden sein. Ich kann die Blöcke aufheben. Hab ich damals mal. Tadam. Aber als ich gemerkt habe, dass die Zombies da so raufkommen, habe ich es sein gelassen. Oh, mein Knie. Eine gescheiterte Idee. Davon habe ich viele momentan. Genauso wie eine Idee war, meiner Mutter zu schreiben, da, und die wird mir wahrscheinlich dieses Jahrhundert nicht beantworten, so wie immer. Und das ist eigentlich eine sehr wichtige Frage gewesen. Das wundert mich ehrlich gesagt nicht. Anja schreibt mir auch nie zurück, wenn ich der was schreibe. Das ist immer so, oder? Man schreibt Frauen und die schreiben nie zurück. Falls du jetzt sagst, es ist ein Frauending, nein. Nein, ich schreibe immer zurück. Ich hab keinen weiblichen Kontakt, der nicht innerhalb von 10 Minuten antwortet. Zurück. Die antworten entweder nach einer Stunde, einem Tag und einfach gar nicht mehr, die blockieren mich direkt. Ja, dann musst du mal drauf warten, wie du schreibst. Ja, gar nicht. Ja. Ja, dann kannst du auch keine Antwort erwarten. Also ich schreibe... Wir brauchen Aufmerksamkeit. Ich schreibe immer nach... Okay, jetzt bei meinen Freunden schreibe ich nie zurück, bei meinen besten Freunden. Die haben noch nie eine Antwort von mir bekommen, gefühlt. Und dann darfst du dich auch nicht wundern. Nee, das geht ja nicht um die. Meine besten Freunde, die sind das gewohnt, dass sie nichts von mir hören. Ja. Aber ich schreibe eigentlich auch immer direkt zurück, so nach 1-2 Minuten. Genau. Bin ich sogar noch früher. Woran ich denke, dann gehörst du ja jetzt zu seinen besten Freunden. Ja, quasi. Ne? Es kommt selten was von ihm. Von wem? Von dir. Ey, warum im Chat? WhatsApp-Chat. Achso. Ich hab die Gruppe auf dumm, weil ich hab keinen Bock, jeden Tag 4000 Nachrichten zu bekommen. Gibt doch nicht jeden Tag 1000 Nachrichten. Wenn überhaupt, gibt es mal im Durchschnitt eine Nachricht am Tag. Eben. Naja, ich hab alle, alle Gruppen auf Sturm. Ich hab sogar wirklich alle. Udo, ich tu dir in deine Kiste unten 70 Rotmoni, ne? Warum bist du denn in den Gruppen drin, wenn du sie dann eh auf Sturm setzt? Weil das so Pfadfindergruppen für meine Hobbys die Gruppen sind. Oder auch jetzt unsere Programmiergruppe, die ist aber nicht auf Sturm, weil es eigentlich relativ wichtig ist. Ja, die Player-Level-Gruppe ist auch relativ wichtig. Ja, die habe ich aber auch nur teilweise auf Sturm, wenn ich in der Schule bin oder so. Okay, das ist ja okay. Weil ich mein Handy immer auf laut habe in der Schule. Ich weiß nicht, ich glaube, die Idee aber. Das ist eine sehr dumme Idee. Ich bin mal ganz kurz weg, ich bin so in einer Minute wieder, ich geh mir kurz eine Flasche Wasser holen. Ich hab Durst. Sicher, dass es Wasser ist. Der Turm hängt. Ja, bin ich mir sicher. Stimmt, holt er sich jetzt eine Sechsflasche, bestimmt. So. Mist, kein Vivian, gleich bis auf sie.
Doku. I'm back in the house. Und was hast du dir für schönes Wasser geholt? Kann ich sagen, natürliches Mineralwasser. Das Beste. Schmeckt absolut nach Scheiße. Es schmeckt so, als würde das hier unten schon seit ungefähr einem halben Jahr stehen. Tut's vielleicht auch. Na, leer, wohin das Vieh ist. Läuft ab am 1.9.24. Das will ich nicht mehr trinken, das läuft ja schon bald ab. Das ist eine Mixumix-Feldlänge. Die hält noch bis zum. Irgendwo? Hallo? Hallo? Geht das bei Mixumix auf? Mein Affen in Ruhe! Lass mein Affen in Ruhe! Carina macht sich zum Affen vor ihrem Affen. Nee, meine Mutter. Wag es dich. Das ist mein Affe. Ja, bei Mixumix stand es nicht drauf und bei meinem anderen super duper Getränk hier. Das ist mein Affe. Stand es auch nicht drauf. Den ziehst du mir nicht ab. Weißt du mal, wo bei Mixumix... Nein. Steht? Ich mach mal Pfeilspitze aus Eisen, ne? Ja, mach das. Und was bringt ihr hier? Gar nichts. Pfeilspitzen aus Eisen haben wesentlich mehr Schaden. Ja, und mit was willst du denn schießen? Mit dem Bogen? Nee, mit dem Bogen, den wir haben, kannst du nicht schießen. Klar kannst du die Pfeilspitzen, kannst du die Pfeile, Eisenpfeile. Eisenpfeile kannst du nicht mit dem Bogen schießen. Rate mal, was ich die ganze Zeit während der Zombie-Nacht gemacht habe. Wie machst du das denn, bitteschön? Einfach wie bei jedem Shooter-Spiel. Du drückst auf R und wählst die Munition aus. R? R. Was dir nichts, wenn ich auf R drücke? Ah, jetzt kann ich Munitionstypen auswählen. Oh! Ja, das war bei jedem Shooter so. Nee. Ja, doch, das ist total Standard. Nein, R ist Reload. What the hell? Ich kenne R immer als die Taste. Ja, aber nicht, wenn du R festhältst. Was werde ich? Jetzt bist du genervt von Mama gleich. Wieso? Ich sag dir, ich komm gleich auf so. Mama Mann, hat meinen Affen geklaut, Alea. Ja. Kann man den Affen. Hörst du das? Hallo. So, ich schau mal wieder an zu buddeln.